Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass wir ein Dingeldangel für das Hochzeitsalbum machen. Ich habe mir hier total viel Kram besorgt, gesucht, gefunden, was auf jeden Fall irgendwie verbastelt werden könnte. Ein paar Sachen müssen verbastelt werden. Unter anderem hier diese wunderschöne Spitze von einem Taschentuch. Ich finde, das muss einfach. Und die Schlüssel, die habe ich natürlich extra dafür gekauft, für dieses Hochzeitsalbum. Die müssen auf jeden Fall auch mit rein. Ebenfalls diese kleinen süßen Blätter. Ich finde einfach, das geht nicht anders. Und der Rest hier ist Tüdelü, was ich noch aufs Albumcover packen will. So, also die Dinger hier, die müssen auf jeden Fall. Jetzt geht's hier zur Materialauswahl. Was wir haben oder brauchen können, ist also eine Perlkappe. Quasi als ja, Ende oder der Teil, wo dann der Karabiner so drüber hängt. Das heißt, dieses Herzchen von Perlkappe werde ich mit einem kleinen Draht hier mit dem Karabiner ein bisschen locker verbinden. Die beiden müssen, ich habe mir eine kleinere auch noch mitgesucht, für den Fall, dass das Ding gar nicht so breit wird. Ich glaube allerdings nicht, dass die kleine zum Einsatz kommt. Ich glaube nämlich, dass die große zum Einsatz kommt. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon mitten in der Bütt, ne? Also nochmal kurz zurückgespult. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich freue mich über eure Kommentare, Abonnements, eure Likes und Co. Total. Dementsprechend haut raus, lasst uns diskutieren. Und ich bin total gespannt, ob ihr auch mal so ein Projekt gemacht habt, gerade macht oder vielleicht auch machen wollt, was einfach so ein Riesending ist, weil also in diesem Album, in diesem Fotoalbum habe ich einige Stunden Zeit versenkt, aber positiv versenkt, was hat echt Spaß gemacht. Und dementsprechend, ich würde es wieder tun. Und ich wäre echt gespannt, ob ihr auch solche Sachen einfach vorhabt. Genau. So. Und ich finde immer so, das Sahnehäubchen von so einem Journal oder Album ist einfach so ein Dingeldangel. Vorausgesetzt, diejenigen, die es bekommen, können damit was anfangen. Also finden es schick. Bei dem Album von meiner Oma oder bei dem Journal habe ich das halt nicht gemacht, weil sie gar nicht wüsste, was sie damit machen soll. So, an der Farbe meines Getränks könnt ihr sehen, welcher Tageszeit ist. Es ist morgens, ich habe Urlaub und habe jetzt richtig Bock, hier weiter zu craften. Dementsprechend werde ich jetzt hier ein bisschen rascheln. Hier so ein bisschen was hinschütten und mal gucken, was davon möchte ich ins Album aufnehmen oder ans Album bringen. Also ich habe auf jeden Fall Rosen dabei, das heißt diese kleinen Röschen, mindestens zwei mit den Blättern, wäre gar nicht übel. Die Herzen könnten vielleicht ein bisschen viel sein, weil die sehr dick sind. So, hier ist noch so ein schönes Glitzerding, aber das passt nicht so richtig, finde ich. Ja, das passt auch nicht so gut. Aber Blätter haben wir jetzt ja schon, ne? Also die Schlüssel definitiv. Das glitzert schon was. Die Dinger super gut. So ein hohles Herz oder so ein flaches Herz? Also die klingen auf jeden Fall cool. Das kann man nicht anders sagen. Oder lieber ein flaches. Ich glaube tatsächlich, dass das Flache da ganz gut zu passt, oder? Weil wir wollen ja noch Perlen unterbringen. Das wird das einfach so ein mega Puschel von Dingeldangel. Muss es jetzt ja auch nicht sein. So, was wir noch mit unterbringen können, sind so ein paar Scheibchen. Ein paar Scheibchen auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Die, ja, bei denen bin ich mir nicht ganz sicher, aber die sehr verspielt sind. Vielleicht lieber die hier. So, hier haben wir noch so kleine Würfelchen. Die sind auch ganz süß. So, also richtig passend sind sie nicht. Aber die hier passen, oder? Findet ihr nicht? Ich habe jetzt immer so lustig paarweise irgendwelche Sachen rausgelegt, bis auf die großen. Ich mag es. Also bei allen Junk-Journal-Fanatismus mag ich auch ein bisschen Symmetrie. So, zusätzlich zu dem, was an Silberkram da dran kommt. Ich überlege noch so Engelsflügel dran zu machen. Irgendwie wird mir das ein bisschen viel von dem Silberkram. Ich glaube eher so Glasperlen und ein bisschen was Buntes darf da noch mit rein. Das hier ist ja so ein Aprikot. Das würde ich auch fast als einzigen Farbklecks da drin sehen. Weil das Journal ist ja weiß mit Silber.
Und sag mal, so ein Farbstreifen ist fein. Ich würde es nicht übertreiben, was Farbe angeht, weil das Ding an sich soll ja wirken. Und das hat ja so Stamperia-Dinge, also Stamperia Die-Cuts. Ich zeig euch die mal. Also die hier werde ich noch verbasteln. Oh ja, das Röschen. Das Röschen, das darf nicht fehlen, weil das ist auch auf einer Seite drauf. Das ist, wiederholt sich dann. So, hier habe ich meine Sachen nämlich gesammelt. Dieses With Love und zwei Röschen kommen auf den Deckel, aufs Cover. Nein, also auf den Buchrücken. So. Gott, spreche in Deutsch, ja. Also, das With Love und zwei kleine Röschen kommen auf den Buchrücken. Der Rest der Röschen hier und die beiden kommen auf den Rücken, auf den Rücken, auf die Rückseite. Gott, ich habe Sprachfindungsstörung immer. Weil die Vorderseite habe ich schon fertig, da sind schon Röschen drauf. Das heißt, wir haben diesen Rosé Richtung Aprikoton und auch dieses romantische, diesen Grundton. Romantisch ist eigentlich keine Farbe, was ich glaube, ihr versteht mich. Den haben wir auf jeden Fall schon auf dem Cover. Und das heißt, das Dingeldangel darf recht einfarbig erhaben sein. Also erhaben im Sinne von ja, irgendwie stolz. Ich räume jetzt erstmal das Silberkram zur Seite, nur nicht so weit weg, weil falls mir jetzt gleich einfällt, dass es irgendwie noch so ein bisschen leer aussieht, wir können natürlich aufstocken. Also was habe ich denn hier noch an Material rumfliegen? Also ich habe auf jeden Fall hier meine Stoffschere, weil ich dann hier den Tüll noch ein bisschen zurechtschnipseln will, weil da möchte ich auf jeden Fall was an Dingeldange haben. Das heißt, es wird sowieso schon recht puschelig. Ich habe hier die Glasperlen, bei denen bin ich mir noch gar nicht sicher, welche ich nehme. Ich möchte es auch nicht so riesenfett haben, das heißt, diese großen Klopper wahrscheinlich nicht. Hier habe ich so kleine, süße Glasperlchen. Da werde ich mir gleich ein paar Farben aussuchen. So, wir haben ein bisschen Draht, wir haben dünneren Draht und wir haben hier wirklich Fäden. Es ist ein bisschen wie Engelshaar, nur nicht als Draht, sondern wirklich als Faden. Das heißt, hängt runter, es ist ein bisschen wie Lametta. Da dachte ich mir halt auch, dass man hier wunderbar zwei kleine, ja, wie Zöpfe oder was machen kann. So, und wir haben Perlgarn. Ja, ist doch Perlgarn, ne? Stickgarn. Entschuldigung, es ist Sticktwist. Ist kein Perlgarn, aber trotzdem. Also glänzt cool, es ist super schön anzufassen, es ist total schwer zu verarbeiten. Aber das ist mein Problem. Dieses Lineal habe ich hier liegen. Der Dingeldangel sollte nicht länger sein als dieses komplette Geodreieck in der langen Seite. Es hängt ja dann runter, also von oben nach unten. Und oben muss natürlich noch ein Stückchen Platz sein, dass man es an die Öse ranhängen kann. Ich möchte natürlich auch nicht, dass das, wenn das Buch steht, eher auftitscht. Ich weiß nicht, ob ihr auftitschen als Wort versteht, aber ich denke mir, dass ihr euch was drunter vorstellen könnt. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Suchen wir mal die weiteren Materialien zusammen, die ich auf jeden Fall haben will. Also dieses Ding hat es mir angetan. Das ist total schön. Dadurch, dass es auch so ein bisschen flach ist. Die dicken räume ich jetzt mal so ein bisschen zur Seite. Ich finde sie auch schön ein bisschen matt, weil die in der Tüte so ein bisschen, wenn man dieser Perlenstaub ist, wenn man da so ein bisschen rüber wischt, seht ihr, wird das wieder glänzend. Also das heißt, die kann man einfach ein bisschen polieren, dann hat man wieder glänzende weiße Glasperle oder weißlich. So, also die drei möchte ich auf jeden Fall haben. Ich finde auch die kleine darf dazu. Noch eine kleine. Die hier hat so einen leicht gelblichen Touch. Möchte ich nicht so gerne. Die hat so einen kleinen goldenen Hau da drin. Den möchte ich auch haben. So, hier ist mir zu viel Blau dran. Auch. Blau haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Cover und auch nicht auf dem Rücken. So, also wenn ich die hier mit dazu packe, sind wir, glaube ich, schon gut bedient. Nehmen wir mal die große Tüte und räumen die anderen erstmal wieder weg. Nachholen können wir immer. Diese Glasperlen habe ich vor Urzeiten mal in einem riesigen Paket bei eBay ersteigert. Das Paket, das war wirklich unfassbar riesig. So, diese kleinen Perlchen, die würde ich tatsächlich aufziehen auf diesen dünnen Draht. Na, also, weil wenn ich die jetzt auf dem Faden aufziehe, der ist dann fast nicht mehr sichtbar. Und der tüdelt dann alles andere ein.
Und so ein Draht, den kann man so ein bisschen lenken, wo man ihn hinhaben möchte. So, ich suche mir jetzt hier so ein paar weiße, rosane Perlen raus. Weiß, rosa und, ja, ihr seht, ein bisschen Champagnerfarben haben wir hier drin. Rosa Champagner und halt wirklich richtig klar. Klar und farblos haben wir auch. Fast schon ein bisschen ins kalte Klar, wie so eine kühle LED. Dementsprechend einen fast schon leichten, mühlbläulichen Ton. Ja, hier sind auch ein paar krass Pinke dabei, aber die sind ja ehrlich gesagt zu pink für die Stingeldange, also für den Buchrücken. Möchte lieber die etwas gedämpfteren Farben. So. Okay, ich glaube erstmal, also wenn ich mehr brauche, ich weiß ja, wo sie sind. Dann ist das hier erstmal meine Auswahl. So, was möchte ich hier noch mit dem Tüll machen? Also ich habe mir die Stoffschere geschnappt, um den Tüll so ein bisschen in Form zu bringen. Also der ist aus einer alten Hochzeitsdeko. Hat eine Freundin mitgebracht, die sich auch mit an diesem Album beteiligt. Und da hatten sowieso alle irgendwie zusammengeschmissen. Wir haben tausend kleine Sachen gefunden, die einfach hier passen können. So, und dann muss das kleine Mistding, das kommt weg. Ich wollte jetzt einfach so ein bisschen Zickzack ranschneiden, bevor ich das dann ans Album hänge. Also wir haben wirklich coolste Sachen in dem Album verbaut. Und jetzt kommen die coolsten Sachen auch noch hier an den Rand. Mittels eines Dingeldangels. Also Tüll zu schneiden ist gar nicht so leicht, aber man kann halt durchgucken. Und ich sehe im Endeffekt, sehe ich hier immer meine Schreibtischunterlage und alles da durch und sehe den Tüll gar nicht so richtig. Oder ich habe einen Knick in der Optik, ich weiß auch nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, den Rand ein bisschen hübsch zu haben. So, hier haben wir jetzt so eine Spitze. Die darf meinetwegen auch so bleiben. Ist ein bisschen ungleichmäßig, ist nicht schlimm. Ich schneide mir das jetzt hier auf dieser Seite auch zu einer Spitze. Nehme quasi auf jeder Seite so ein bisschen was weg. Um das dann so leicht wieder in so eine Spitzenform zu kriegen. Yes, hat funktioniert. Supi, ich freue mich. So, ihr könnt euch das so vorstellen, dass das dann, ich mache das mal ein bisschen ungleich, also so, dass eins länger, eins kürzer ist, dass das dann so mit im Dingeldangel hängt. Teil 1. Muss ja nicht als einziges sein, ne? Wir haben ja noch ein bisschen mehr hier. So, lieber Tüll, benimm dich hier mal. Weiß nicht, wie wir ein langes Stück haben. Ich habe hier zum Beispiel hätte ich noch so ein langes, was sich eigentlich total gut eignen würde, wenn ich das ein bisschen in Form getüttelt kriege. Habt ihr irgendeinen coolen Tipp, wie man Tüll schneidet, ohne dass er einen die ganze Zeit verarscht? Falls ja, ich nehme die Tipps gerne. Ich meine, ja, dann ist es zu spät, dann habe ich meinen Tüll ja schon besiegt. Nur ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass ich Tüll schneide. Dementsprechend, wenn ihr irgendwie einen geilen Trick habt, wie man Tüll wirklich schön schneiden kann. Ich hau hier nämlich so kleine Ecken rein, weil sich der Tüll mal wieder verkrumpelt. Okay, nichtsdestotrotz. Die eine Seite habe ich schon irgendwie ein bisschen gebändigt. Die andere Seite noch nicht. So, jetzt möchte ich auch hier wieder so ein diesen Spitzencharakter, also einfach wirklich das Ganze ein bisschen dünner machen, weil diese Seite ist die breitere des Tülls. Jetzt nähere ich mich einfach der Außenseite wieder an. Ja, hier oben wird es eh dünner, also von daher. Mut zum Freihandschneiden, aber es wehrt sich. Macht ihr eigentlich an jedes eurer Journals und Alben Dingeldangel dran?
Sie war ja erst zu Anfang ein bisschen irritiert, als ich das Thema Junk Journaling neu kennengelernt habe. War ich tatsächlich ein bisschen irritiert. Warum tun Menschen Puschel an Alben oder an Bücher und Journals? Ich bin ein bisschen verwundert, sagen wir mal so. Hilfe, ich hänge mal einen Sticktwist. So, dich haben wir schon. Dann mit der Zeit fand ich das eigentlich sehr cool. Hat mir gefallen. Also, dementsprechend habe ich das aufgenommen in mein Repertoire und habe gesagt, okay, dann mache ich das auch mal. Ich probiere das mal aus. Und der erste kleine Dingeldangel ist total süß geworden. Und ab da war ich gefangen in der Welt des Dingeldangels. Kann ich nicht anders sagen. Dann hat mir das echt total Spaß gemacht, sowas so zu craften. So, ich habe das große Stück jetzt weggelegt. Ich habe mir jetzt hier zwei von diesen Tülldingern genommen. Das hier haben wir ja auch noch. Das heißt, es wird wahrscheinlich eh ein bisschen puscheliger. Wo, wenn ich mir den breiten Rücken so vorstelle, komm, ich schneide einen dritten. Ich schneide mir ein drittes Dingeldangel. Was kostet die Welt? Also ein drittes Tüllstück für mein Dingeldangel. Wollen wir mal hier nicht in die Lippen sprechen. Mein Lateinlehrer, der Herr Klinge, der hätte sich mit der flachen Hand vor die Stirn gehauen bei diesem Deutsch. Wir hatten sowieso ziemlich viel Spaß. Wenn man das so sagen kann, Spaß in der Schule, ja, tatsächlich. Also, ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Lateinunterricht, weil, also wir hatten einen ziemlich lustigen Lehrer, der war saustreng, was einfach die Aussprache, den Einsatz von grammatischen Stilmitteln und Co. anging. Also der hat uns wirklich, wirklich gechallenged. Was dabei aber rausgekommen ist, wir konnten alle die deutsche Sprache, also sprechen konnte man sie ja eh schon, aber ich meine jetzt auch so grammatisch anwenden, deklinieren, konjugieren, den ganzen verhassten Kram und auch zum Beispiel Genitiv und Dativ vernünftig anwenden. Ich weiß, ich tue das nicht immer. Teilweise wird man auch wirklich seltsam angeschaut, wenn man die Grammatik ordnungsgemäß benutzt, sag ich mal. So, das Thema ordnungsgemäße Benutzung. Also wenn man jetzt, sag mal, die Worte und die Fälle vernünftig, also so wie man es eigentlich anwenden sollte, so nach Lehrbuch anwendet, dann wird man teilweise wirklich seltsam angeschaut, weil es umgangssprachlich einfach total anders gehandhabt wird. Na? So, das musste ich sogar in der Arbeit feststellen. Ja, man lernt das zu unterscheiden. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt im Nachhinein, also damals fand ich das schon echt anstrengend, im Nachhinein freue ich mich einfach, dass ich das so lernen durfte, und dass ich einfach diese Unterscheidung machen kann. Soll nicht arrogant klingen, soll einfach danach klingen, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Okay, wir haben Tüll, wir haben Perlen, wir haben ja hier so einen schönen Häkelrand, den Herzchen von Sticktwist. Also der tüdelt sich ja immer so ein bisschen auf, ne? Also ich werde jetzt hier diesen ein bisschen zusammentüdeln und dann werde ich mir das Ende mit Kleber verschließen, damit ich den überhaupt durch irgendwelche Perlen bekomme. Sonst habe ich einfach mal verloren. Also wenn ich einen Sticktwist jetzt so lasse, dann kriege ich den nie irgendwo dran. Dann kann ich ihn einfach so als eigenes Band irgendwo dran packen. Das wird aber niemals ein Teil sein, was man irgendwo durch irgendeine Perle schiebt. So, dann muss ich den erstmal auf Ebene bringen. Oh, was habe ich denn da? Fädchen. Was für ein Fädchen? Also, nicht verzagen. Ein bisschen Klebstoff fragen. Das mache ich tatsächlich öfter, auch gerade wenn ich jetzt die Bindung von Büchern mache, die Junk Journal Bücher zusammenbinde. Und ich mache die Bindung ja immer nachträglich. Das heißt, ich mache mir die Signaturen fertig und habe die Bindung natürlich schon mal durchs Buch gestanzt, gestochen oder auch eine verdeckte Bindung gemacht. Nur die Signaturen, die binde ich mal zum Schluss erst ins Buch ein.
Und dann kriege ich es manchmal nicht hin, dass ich den Faden der Bindung, dass ich den geeignet, oh Gott, komm mal her, dass ich den geeignet hier durch die Löcher bekomme für meine Signaturen, weil dann sind Blätter verrutscht oder ähnliches. Das hilft ein bisschen Kleber. So. Und dann lässt man das mal ein Männchen trocknen. Wenn man den so ein bisschen reibt, den trocknet er echt schnell. Weil Draht ist natürlich einfach, ne? Also mit Draht kommt man durch jede Öse, durch alles durch, ohne Probleme. Nur durch so eine Perle hier halt irgendwie nicht. Tschüss, Perle. Ach, verdammt. Blöd wäre nur jetzt mit dem Stuhl darüber zu rollen. Dann wäre die Perle hin und mein Holzfußboden auch. Gut, gefunden, ohne Schäden. Perle heile. So. Schaut mal, wie leicht das jetzt geht. Sprach sie und kriegt es nicht durch, nein. So, und ich finde, es sieht einfach total schick aus. Muss man natürlich noch überlegen, in welcher Reihenfolge ich was mache. Also ich mache ganz oft bei diesen Dingeldangels, ziehe ich mir die Sachen alle auf einen langen Faden und mache dann eine Öse, mit dem ich die aufhänge. Zeige ich euch gleich. Jetzt muss ich einmal die Reihenfolge hier festlegen. Ich weiß gar nicht, will ich einen Perlenband haben? Eigentlich schon, das ist ja relativ lang. Ne? Also wenn man sich jetzt den Spaß hier mal anguckt, so, das ist die maximale Hänghöhe, die ich so habe. Und dann mache ich das nämlich so, dann ziehe ich mir hier 3 Stück drauf. Auf die Seite. Und dann drehe ich hier oben quasi um. Und ziehe mir 3 Stück auf die andere Seite. Ne, die will ich. Ich den hin haben. Oben will ich die haben. So. Ja, dann muss ich mir das nur noch quasi knoten, wo ich was hin haben möchte. Ne? Also zum Beispiel zeige ich das gleich meiner letzten Perle. Die hier möchte ich gerne ganz unten haben. Die so ein bisschen Tropfenform hat. So. Und dann muss ich mir die hier so ein bisschen knoten. Muss allerdings mal gucken, wie viel Knoten brauche ich, damit es wirklich hält. Also hält im Sinne von Perle rutscht nicht drüber. Manchmal empfiehlt es sich auch, so eine Zwischenperle zu machen, muss immer Knoten jetzt hin. Da. So, gucken wir mal. Ah, wenn man jetzt ordentlich ziehen würde, würde ich über den Knoten rüberrutschen. Uncoole Nummer. Dementsprechend mache ich mir dann noch 2 Knötchen dran. Sieht jetzt nicht so elegant aus. Ja, so eine Zwischenperle oder eine Quetschperle dahin wäre schon irgendwie cooler gewesen. Habe ich jetzt aber eigentlich keine Lust zu. So, jetzt schneide ich mir hier unten, man klebt das wieder ab. Zack. Und habe hier so einen kleinen süßen Pinsel. So, jetzt haben wir hier die beiden Seiten. Jetzt nehme ich mir einfach das nächste. Ja, jetzt wird natürlich jetzt mit dem Knoten ein bisschen schwieriger, wenn man jeweils immer alle Perlen mit durchziehen muss. Das ist dann halt ein bisschen Gefummel. So, mal fummeln. Fummeln können wir ja. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ich schneide mir hier mal das Ende. So. Schneide mir hier das Ende. Und leg mir das gleich zur Seite. Das kann ich ja auch machen, wenn ich euch einfach Musik einblende. Ne? Dann müsst ihr mir nicht die ganze Zeit hier beim Fummeln zugucken. Ich mache jetzt nur noch hier den letzten Knoten, dass mir die nicht runterrutschen. Mein Gott, also wahrscheinlich mache ich den letzten Knoten. Schauen wir mal. Weil sonst guckt ihr mir die ganze Zeit beim Fummeln zu und wenn ich dir dabei rede, werde ich langsamer, vermutlich. Macht auf jeden Fall den Eindruck. Dementsprechend wird es wahrscheinlich, wenn ich mich hier so recht entsinne, ein Part geben, bei dem ich euch Musik einblende und eben einfach beim Schnellfummeln zuguckt, weil dann gehe ich mich auf Highspeed. Ne? Also dann aber hü. Also dann gehe ich wirklich auf 6-fache Geschwindigkeit und ihr seht zwar, was ich mache, aber im Endeffekt seht ihr eigentlich mehr das Ergebnis. So. Also vorbereitet, ab zur Seite, einmal Schnipsel ab hier unten, zack,
So, gut gewesen ist. Dann haben wir auf jeden Fall einen so ein Stencil. So, das hier ist ja schon an sich fertig, ne? Also das würde ich auch tatsächlich. Hier habe ich mich, hier war der Knick vom Taschentuch, ihr seht es, also das war dieses Rechteck, also Quadrat, die Ecke vom Quadrat. Hier gehe ich jetzt einfach bei und ziehe mir hier so ein bisschen, mache hier so eine kleine Spitze dran, so. Dass das nicht so gerade abgeschnitten aussieht, sondern ein bisschen hübsch. Hier auch. Übrigens, was Scheren angeht, ne? Ich habe von meiner Schwiegermutter gelernt, die ist ja Schneiderin. Scheren. Scheren, mit denen ihr Papier schneidet, mit denen könnt ihr auch Stoff schneiden. Aber Scheren, mit denen ihr Stoff schneidet, belasst die beim Stoff. Wenn ihr einmal mit einer Stoffschere wie der hier Papier schneidet, kriegt ihr die Schere auf jeden Fall stumpf. Auf Dauer wird sie nicht mehr für Stoff in Ordnung sein. Das hier ist eine Universalschere. Die kann alles und die ist recht robust. Das heißt, mal so ein bisschen Stoff schneiden ist okay. Für viel Stoff ist die halt nicht geeignet. Oder auch für dicken Stoff nicht. Aber reine Stoffscheren, um Gottes Willen, belast die beim Stoff. So. Wir haben hier Draht und ein Röschen. Ich gehe jetzt erstmal, nehme jetzt erstmal was von dem kurzen, schon dünnen Draht. Da möchte ich nämlich gerne meine Tüllstreifen einmal ein bisschen hier aufs Korn nehmen. Und dann nehme ich die direkt. Ich möchte die unterschiedliche Höhe haben. Also werde ich mir jetzt erstmal, also ich will sie in sich in unterschiedliche Höhe haben. Also ich möchte die beiden Enden hier unterschiedlich lang haben. Ein bisschen ziehen. So. Und ich möchte dann auch die einzelnen Tüllstücke in unterschiedlichen Höhen aufhängen. Das heißt, nicht alle hängen oben direkt beim Knoten, sage ich mal. So, jetzt habe ich mir erstmal hier was vorbereitet. Das ist wirklich mehr hier wie so ein kleines Gespenst. So einen kleinen Kopf. So. Ganz schön viel Draht übergelassen. Uiui. Das Schöne an diesem Draht ist, der ist relativ weich. Also der piekst auch nicht, wenn man da irgendwo was stehen lässt. Also erst dann fast direkt senkrecht drauf. Dann piekt der halt schon ein bisschen. Aber man sticht sich nicht wie in so einem Blumendraht oder so, da kann man sich ja schon ordentlich pieken. So, das ist mein eines Ende. Das ist nämlich das andere kurze Stück. So, das lange, das werde ich selbst tätig. Oh, guck mal, ich habe sogar drei Stück. Das ist ja ein Luxus. Drei Stück übrig, also vier insgesamt. So, das kleine kurze, das werde ich nämlich auch hier wieder unterschiedlich in sich selbst. Jetzt brauche ich tatsächlich eine kleine Knipse. Habe ich ganz vergessen, eine kleine Drahtknipse. Da muss ich allerdings nur kurz aufstehen und mir die richtige Zange hier aus dem Becherchen holen. 1, 2, ja, wenn man 3 zur Verfügung hat, ist klar, dass man die richtige erste als drittes benutzt. Was ist denn da noch? Ich habe über 4 Zahnkörper. Ja, ich habe nämlich noch eine Quetschperlenzange, die wollte ich jetzt nicht nehmen. Die Quetschperlenzange. Wenn nicht, ich brauche diesen kleinen süßen Knipser. Gerade für so einen dünnen Draht ist der völlig fein. Sprach sie und kriegt den Draht nicht durch, ne? Doch. So. Gleiches Spiel wie eben. Das könnt ihr mit jedem Stück Stoff machen, ne? Also es muss jetzt nicht Tüll sein. Einmal rum. Dass man hier quasi die Mitte so ein bisschen fixiert. Oder auch gerne zweimal rum. Dabei ruhig ein bisschen ziehen, dass man einmal wirklich die Mitte bekommt. So. Ihr wollt das ja so aufhängen. Heißt das einmal zusammenfalten. Diesen kleinen süßen Gespensterkopf, sag ich mal. Umwickeln. So.
Hat auch immer so ein bisschen was Hübsches, wenn man hier oben noch so ein kleines Drahttüdelchen dran hat, finde ich. Gefällt mir immer ganz gut. So, und den Rest, den vertüdelt man mit dem eigentlichen Draht. So, und jetzt kann man die natürlich so auf zwei unterschiedliche Höhen hängen. Eins ein bisschen tiefer, eins ein bisschen höher. Ihr seht's. Mal wieder das nächste Piece hier am Start. So, das hier würde ich direkt aufhängen, wie es ist, genauso wie das andere. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das hier war ein Rest, oder? Den habe ich gar nicht richtig zugeschnitten. Weiß gar nicht. Wollen wir das auch noch mit reinhängen? Ich weiß nicht, ich will auch nicht so einen mega fetten Dingeldangel dran tüddeln. Was mache ich denn? Naja, komm, das kostet die Welt. Jetzt drei oder vier sind, ne? Schneiden wir uns hier. Ah, das ist nämlich von meinem Rest des Stapels hier runtergerutscht. Tut ja nichts. Es wollte, wahrscheinlich wollte es einfach nur mit das Dingeldangel. Also, ich habe dich erhört, kleiner Tüllstreifen. Du kommst mit an das Dingeldangel. Ist er einfach von meinem Resteberg runtergehüpft. Naja. Ja, und ich weiß nicht, es ist ein bisschen ungleich, aber ich finde das gar nicht schlimm. So. Kann auch damit bleiben. Also ich finde auch so Hochzeit, das muss ja so ein bisschen plüschig, so ein bisschen tüllig sein. Huch, Randale. Je mehr ich hier finde, desto mehr schwankt mir, dass ich wahrscheinlich die kleine Perlkappe gar nicht benutzen werde. So, die großen Schlüssel, die packe ich nämlich auch an zwei Enden von einem Draht. Überlege gerade, ob ich da, ja, ich glaube, da mache ich die Blätter dran, oder? Zwei Enden. Das heißt, wir haben wieder eine Schlaufe oben. Wenn ich jetzt das Ding dran, das Ding dran. Also ich mache jetzt erstmal hier eine kleine Perle noch dran und versuche hier so eine Rundung hinzubekommen, dass hier was offen bleibt. Also, dass es nicht so dran gequetscht ist und zugedreht, sondern dass hier so dieser Bogen, ihr seht diesen Bogen, dass der ein bisschen offen bleibt, damit diese kleine Perle hier über mein gedrehtes Stückchen rüberrutschen kann. Ihr werdet es gleich sehen. Ich hoffe, ihr werdet es gleich sehen. Nein, die Perle ist mir natürlich abgehauen. Kleines Mistvieh bleibt hier. So. Jetzt seht ihr das. Also, die Öse unten bleibt offen. Perle rutscht drüber. Gefällt mir ganz gut. Vor allen Dingen klimpert das so ganz leise. So, wenn ich mir das jetzt hier so vorstelle, der Schlüssel, ein Schlüssel hängt weiter runter. Und ein Schlüssel bleibt weiter oben. Der hier ist sehr lang. Das heißt, ich müsste eigentlich muss ich meinen Draht noch ein Stückchen kürzen. Mal kurz gucken, ob das Video noch läuft. Nicht, dass ich euch hier einen erzähle und ihr seid gar nicht mehr da. So, wichtig ist jetzt erst die Perle drauf schieben. Ausgesetzt, sie lässt sie schieben. Ich habe heute Morgen irgendwie dicke Finger, ich weiß nicht. Durch. Jetzt wieder hier so eine Öse formen. Man kann das dann hier nur so mit dem Finger festhalten, dass die Öse halt einfach öse bleibt. Wenn man hier diesen Draht Dreh hinkriegt. So. Ich glaube, hier werde ich nachher nochmal mit einer kleinen Flachzange rumgehen. Diese überstehenden Drahtstückchen ganz flach umbiegen. So. So wird es dann hängen. Aber natürlich wird der ganz viel andere Plüsch da drumherum sein.
Dieser Schlüssel ist von beiden Seiten hübsch. Der hier ist, da muss auf jeden Fall die Außenseite des Schlüssels, die Glitzerseite oben sein. So, passt, wackelt, hat Luft. Ihr seid auch schon mal gekauft. Jetzt haben wir hier noch eine ganze Reihe an Gedöns. Dann wollte ich doch eben noch so, also wir haben drei Blätter, ein paar Ösen, wir haben das hier. Und wir haben natürlich auch noch die kleinen Süßen hier. Ich schau mal eben, ob die kleinen Süßen hier wunderbar auf den Draht kommen. Ich denke schon, weil das hatte ich nämlich schon mal. Aber er hat noch Klebstoff hier. Gibt's ja gar nicht. Yep. So, also die kleinen Süßen passen auf den Draht. Ich glaube, der passt sogar zweimal durch. Passt zweimal durch, das heißt, man kann die sogar fädeln und wie sagt man, festsetzen, wie auch immer. Also das werde ich so machen. Das lege ich mir auch mal zur Seite. Das werde ich euch gleich auch im Schnelldurchlauf präsentieren. Da müsst ihr mir jetzt hier nicht beim Fummeln zugucken, finde ich. So, dann haben wir den Kram hier, das kleine Röschen. Dem kleinen Röschen selber mache ich hier mal so ein Schläufchen. Also auch wie ich das eben mit den Drahtösen gemacht habe. Das ist nämlich eine Papierrose mit Draht drin. So. Die hier wird der Gegenpart von dem Herz sein. Klar ist, dass das natürlich ein Ungleichgewicht ist, weil das Ding ist ja total schwer. Das heißt, ich mache oben eine geschlossene Schlaufe. Das heißt, die Länge ist definiert. So, und da nehme ich jetzt auch tatsächlich den schweren Draht rechts, links. Und die Blätter könnte man nämlich auch draufziehen und einmal durch. Überlegt. Ja. Also gefällt mir auch so. Wenn ich den Draht ein bisschen länger mache. Das hier ist übrigens Basteldraht, einfach aus dem Bastelgeschäft. Ganz easy peasy. Den anderen habe ich, glaube ich, tatsächlich in meinem Handarbeitsgeschäft gekauft. So, das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte das Ding mit einem Plättchen versehen und das hier, dass man quasi, dass diese Plättchen auf diese Schlaufe rutschen, wie eben bei den Schlüsseln. Die will ich auf dem Weg haben, die Röschen. Und dann mache ich das jetzt erstmal so. Ich fange jetzt an. Und zieh mal ein Röschen auf. Gucken, ob ich dich hier durchbekomme. So. Ja, sieht schon ganz cool aus. Dann ziehe ich mal ein Blättlein auf das zu dem Röschen, aber ein bisschen Abstand. Ziehe das auch ein zweites Mal durch. Ich muss nur gucken, dass ich den Draht nicht zu oft knicke. Ihr wisst ja, wenn man Draht knickt, oder ich hoffe, ihr wisst das, dann bricht er irgendwann. Also dieser Basteldraht hier, der ist sehr robust, was das angeht. So, wir haben jetzt hier das Blättle. Ich mache jetzt erstmal das erste Ende mit den Röschen. So, ist mir das schon genug? So, auf die andere Seite kommt das auf jeden Fall. Zwei Blätter und dieses. Das heißt, ich muss das hier noch unterbringen. Das hier lasse ich rutschen. So. Und zwar auf dieses Ding drauf. Und jetzt mache ich das gleichen Spaß, den ich eben gemacht habe. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade eben nicht mit meinen Pfoten aus der Kamera raus. Halt wieder die Öse fest. Und mache den Drahtschüttel oben hin, dass sich hier dieses Hütchen rutscht darüber. Und auch diese, wie so eine Manschette eigentlich. So, also das ist meine eine Seite. Das kann auf jeden Fall die kürzere von beiden sein, finde ich.
Genau. So, dann ist das hier die kürzere von beiden. Fange ich oben mit einem Blättle an, weil jetzt dieser Seite habe ich jetzt zwei Blättchen. Jetzt fange ich schon an zu reden wie Susanne von Bollenhutart, dabei habe ich gar keinen Akzent. Ich finde den Akzent so süß. Diese Aussprache, herrlich. Also, finde ich total geil. Sollte man noch nicht machen, wenn man selbst keinen hat. Kommt nicht so gut. So. Ein Blatt. Ein Blatt, ein Röschen. Ich habe nämlich gestochen. Dieser Basteldraht hier ist tatsächlich ein bisschen fester. Und auch pieksiger. Der andere, mit dem ich gerade die kleinen Perlchen aufgezogen habe, der ist da sehr viel friedlicher. Kann man nicht anders sagen. Genau, so, jetzt haben wir wieder, was wir jetzt erstmal rüberziehen müssen, ist die Manschette und den kleinen Überwurf hier. So, möchte ich, dass das Herz weiter unten hängt. Aber festgestellt, dass ich irgendwie, wahrscheinlich ist der Draht doch noch ein bisschen lang. Kürze ich noch ein kleines Stückchen. Weil was bringt es mir, wenn ich da so ein langes Getüdel dran habe? Gar nichts. Gar nichts. So, wieder Herz dran. Böse geformt. Und wenn ich diesen Drehbereich hier zu lang mache, dann passt diese Manschette da nicht mehr drüber. So. Also einmal. Ja, Mensch, ist das schick. Unfassbar. So. Ein Dingeldangelteil. Und das Ganze auch von der Länge her noch gut tragbar. Also was ich jetzt noch machen werde, ist, ich mache hier oben, drehe ich mir eine Schlaufe, damit auch, sag ich mal, die Rose auf der Höhe bleibt, wie sie soll. Weil nämlich sonst, dadurch, dass die Rose viel leichter ist als dieses Herz, weil das hat nämlich echt Gewicht, würde sich die Schlaufe dann irgendwann durchziehen. Gerade wenn man das Album dann viel bewegt. Jetzt haben wir noch hier unser Spaghetti-Kram. Das ist ein Faden, also man kann wahnsinnig werden. Ich sag's euch. Man kann einfach wahnsinnig werden, weil dieser Faden so dünn und flatterig ist. Das heißt, das mache ich jetzt. Ich nehme hier ein bisschen was von dem Faden. Muss erstmal Anfang und Ende finden. Ist nicht so leicht. Und schneide mir jetzt erstmal ein paar Stücken zurecht. Leg mir das hier zusammen. Und da brauche ich jetzt eine ganze Handvoll. Wo ist denn das? Jetzt habe ich schon wieder das Ende verloren. So, und jetzt die drei, vier reichen jetzt nicht unbedingt. Aber hier habe ich noch so ein komplettes Stück. Das ist sehr schön. Ich benutze gleich hier meine Sachen, die auf meinem Schreibtisch liegen, als Hilfsmittel. So, wichtig ist erstmal, man legt sich hier so ein paar Dinge. Und dieser Faden, ich weiß nicht, der ist so cool eigentlich, aber der treibt mich in den Wahnsinn. Weil das wirklich, also der reißt auch, wenn man ordentlich zieht. Also dafür, dass er so dünn ist, ist er recht widerstandsfähig. Nur trotzdem reißt der bei ordentlichem Zug. Und der rollt sich teilweise auch von der Rolle ab, wenn man es gar nicht möchte. So. Also was ich hier noch anlegen kann, ist das hier. Diese Rolle, ich bin ja so ein kleiner Jäger und Sammler, ne? Also ich finde bei eBay Kleinanzeigen irgendwas. Oder auch auf Flohmärkten irgendwas. Oder auf, keine Ahnung, anderen Portalen, wo jemand sagt, Mensch, ich habe ja Bastelsachen zu verschenken, ich weiß gar nicht, wohin damit.
bin jetzt nicht mehr so am Basteln. Ich finde Sachen, die ich echt hübsch und fein finde. Und die möchten bei mir einziehen und die dürfen dann auch bei mir einziehen. Dann stelle ich manchmal fest, hier bei diesem Zeug hier, boah, wie anstrengend. So. Ja, auf jeden Fall habe ich hier so eine Riesenrolle goldenen und Riesenrolle silbernen Faden abgestaubt. Also falls jemand von euch silbernen oder goldenen Faden braucht, ich wickel euch gern was ab. Schick euch das auch. Vielleicht werde ich es auch mal in den Junk Journal Bastelflohmarkt einstellen. Falls jemand davon ein bisschen braucht. Weil ich glaube, hier sind ein paar Kilometer drauf. Steht nichts drauf an der Rolle. Das ist eine richtig schöne Spindel. Ich weiß gar nicht, ob es mal aus einer großen Schneiderei war oder so. I don't know. So, was... Da ist noch ein Fädchen übrig. Die müssen nicht gleich lang sein. Die müssen auch nicht gleich förmig sein. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Spitze mit reingepackt. Das ist auch interessant. Spitze sei schon Tüll. So, also ich habe jetzt hier in unterschiedlicher Länge. Ist aber auch fein, weil die sollen sowieso danach also unterschiedlich enden. Was ich jetzt allerdings mache, ist relativ weit hier oben. Das ist hier oben, also in der Mitte, haue ich mir jetzt erstmal hier einen Knoten rein. So, dass es auch bleibt, wo es soll. Dann haue ich mir ein Stückchen weiter. Also hier habe ich jetzt einen kleinen Knoten da. Habe ich mir ein Stückchen weiter auch einen Knoten rein. Im Endeffekt möchte ich nämlich, dass da oben ein Stückchen wie so eine Brücke bleibt. Ganz einfach mit dem silbernen Faden. So, besser ist immer mal zwischendurch wieder so gerade ziehen. Knoten machen, ganz straight durchziehen, zack. So, hier ist der Knoten, da ist der Knoten. Das hier ist dann später mein Bereich, wo ich das in das Dingeldengel einhänge. Jetzt mache ich mal Folgendes, jetzt benutze ich hier mal meine Drahtrolle, um das Ding hier noch festzusetzen. Funktioniert das? Ja. Machen wir es jetzt mal so. Jetzt habe ich da eine Drahtrolle hingelegt. Jetzt versuche ich mir das hier mal in drei Teilchen zu teilen. Auch die müssen nicht gleich sein. Ne? Ich möchte nur, also was mein jetziger Plan ist, ich möchte das ein Stückchen anflechten, nur so ein paar Zentimeter, und dann quasi wieder auseinanderwuseln lassen. Das ist quasi oben ein bisschen schmaler, wird das ganze Dingelgedange. Und weiter unten wird es dann puschelig. Das ist mein Plan, den ich hier verfolge. Ich zeige euch das jetzt an der einen Seite und werde dann die andere Seite auch wieder im Zeitraffer euch zeigen. Das heißt, es wird hier wieder gleich. Was heißt, es wird hier wieder? Also, es wird gleich einen Zeitraffer-Part geben, wo ich. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt hier noch zusammenstellen muss, fertig machen muss, die könnt ihr euch dann im Zeitraffer anschauen und danach kommen wir wieder zusammen, wenn wir das Dingeldangel zusammen, also festmachen. So. Ich kann euch allerdings in diesem Video noch nicht zeigen, wie ich das Dingeldangel anhänge, weil nämlich der Buchrücken gerade fröhlich am Trocknen ist. So. Fertig ist der Lack. Also ich habe jetzt hier das Stückchen geflochten. Es muss nicht fest geflochten sein für mich. Ne? Also es muss auch nicht besonders toll sein, weil man sieht, dass es geflochten ist, sieht man. Aber man sieht nicht, ob ich das jetzt mit 5 Strängen, 7 Strängen, 20 Strängen, was ich gemacht habe, sondern sieht einfach nur, dass der Part beisammen ist. Jetzt ziehen wir den ganzen Kram mal hier durch. Gehen so halbwegs ans Ende des Flechtens. So. Kann ich euch schon mal zeigen. Ja, so. Da haben wir diese kleine Brücke. Das wird festgebunden. Hier ist das kleine Stückchen geflochten und ab da geht das Lametta quasi auf. So, zurechtschneiden werde ich es dann auch noch.
Wenn ich es mir so angucke, Brücke und das Lametta darf wirklich lang runterhängen. Dann habe ich nämlich das offen, habe hier noch ein Stückchen über, wieder schon ein Stückchen Tüll drin, ist auch schön, es vertüdelt sich immer zusammen. Mit dem übrigen Stückchen werde ich mir wahrscheinlich noch so einen kleinen Quast machen. Bei dem lege ich mir erstmal hier schön zur Seite, dass er in Sicherheit ist. Und jetzt gehe ich über in den Timelapse-Modus. Schaut euch das einfach an, ein bisschen Musik gibt's auf die Ohren. Und gleich hören wir uns wieder. Darum, das ganze Herzchen in so eine Perlkappe zu packen und die Perlkappe habe ich mir schon abgeschminkt, das wird ein bisschen breiter. Was Sinn macht, ist dazu einfach einen stabilen Draht zu nehmen. Hier so mein Basteltüdeldraht, der wird es tun. Da gibt es 1000 Arten, solche Dingeldangels zu craften. Ich habe diese Art für mich entdeckt, dass sie sinnvoll brauchbar ist. Und zwar mache ich das einmal so, dass ich den Haken nehme, den ich verarbeiten will. Klar, bei kleinen Dingeldangels nehme ich natürlich einen nicht so fetten Draht, sage ich mal. Drehe den hier einmal fest.
Und dann schiebe ich den durch die Perlkappe. So, Teil 1. Das heißt, die Perlkappe ist ziemlich dicht hier bei meinem Haken. Vielleicht auch drauf, müssen wir gucken. Das ist mein, sag mal, Grundteil. Und jetzt muss ich diese Sachen, die ich hier alle verteilt habe, sag mal, stapeln. Stapeln. Ja, also ich muss eine Grundlage nehmen. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier dieses Tüllstückchen, lege es mir über den Finger. Dann nehme ich zum Beispiel diese Perlen, die ja sehr schwer sind und runterhängen und sich ein bisschen kringeln, lege es mir über den Finger. Nehme ich die dünnen Perlchen. Ich kann das auch mal hier so quer rüberlegen. Wichtig ist einfach, dass ich es erstmal hier, verbastel. So, hier muss ich natürlich gucken, wo ich mein Geflecht geflochten ist, wo ist mein Zwischenstück. Dann möchte ich den Tüdel rumbringen. Schlüssel sind noch total wichtig, wie sie hängen. Da muss ich auch sagen, da habe ich die ein bisschen falsch gedreht. Ich drehe sie jetzt so. So, also wichtig ist erstmal, dass ich diese Zweiteilung beibehalte. Sowas zum Beispiel hänge ich mir direkt über den Finger. Und ja, das hier zum Beispiel auch. Das kommt so ein bisschen in die Mitte. Komm, dann kommt hier noch so ein Ding jetzt drüber. So, das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich eine Öse. Und mein Rechner verabschiedet sich gerade, aber das ist nicht so schlimm. Den brauche ich ja gerade nicht. So, was habe ich jetzt hier vor? Ich habe jetzt erstmal diese Öse und ziehe mir den Teil hier rein. Rein heißt, ich mache jetzt erstmal, quasi ziehe mir das fest. Also ich habe es hier einmal rumgewickelt, ziehe mir das fest, drehe mir das auch einmal fest. Lass es nicht fallen. Das könnte einen in den Wahnsinn treiben. Also, und ihr seht schon, ich habe den Dingeldangel jetzt hier einmal in der Mitte ein bisschen ja, einmal festgedreht. So, und jetzt fängt es an, dass ich mir auch hier wieder so einen kleinen Kopf drehe sozusagen. Also ich nehme den Draht, den ich jetzt hier übrig habe. Oh, ich sehe gerade. Ich habe Tüll unterschlagen. Unglaubliche Szenen. Also ich nehme jetzt hier meinen. Kriege ich dich jetzt noch auseinander? Kriege ich dich noch auseinander, um den Tüll noch mit reinzubauen? Weil es hat sich natürlich schon hier formidabel verhakt, was auch grundsätzlich für so ein Ding dann völlig in Ordnung ist. Kriege ich das Kram noch geteilt? Ich packe das jetzt einfach dazwischen. So. Das darf sich nur nicht im Perlkopf verhaken, das fand ich jetzt doof. So, dich habe ich dazwischen. Dreh jetzt einmal. Und hol mir jetzt dieses Stückchen hier nochmal dazwischen. Machen wir das mal einfach. Ich hole es mir jetzt einfach hier drunter durch. Schwupps. Halte mir das ja immer fest. Während ich meinen Tüdeldraht auf jeden Fall auf einer Seite gefunden habe, auf der anderen noch nicht. So. Das heißt, ich habe jetzt hier die beiden Drahtenden, diese festen. Und hole mir den Draht jetzt einmal nach rechts und einmal nach links drum. So. Und schlage ihn wieder einmal in sich um. Jetzt hole ich den Tüll rechts und links wieder runter. Bei der nächsten Umdrehung wird er dann quasi mit eingedreht. So. Seht ihr das? Ich mache mir hier oben wirklich so einen kleinen Knuddel, wo alles da denn drin steckt. So, ich habe das umgeschlagen. Das heißt, ich kann jetzt rechts, links einfach drehen. Konzentration.
zum Schluss drehe ich mir diesen kleinen Drahtrest hier zusammen und versuche den entweder im Dingeldangel zu verstecken oder ich knipse ihn ab. Bei diesem festen Draht ist Abknipsen oftmals die intelligentere Idee. Oder? Naja, komm, das verschwindet direkt hier im Tüdel. So, und dieses Dingeldangel, das darf und soll sich hier vertüdeln. Das gehört so. Na, wir haben hier dieses Engelshaar, wir haben diese kleinen Perlchen, wir haben die Schlüssel, wir haben das Röschen. Und so ist dann das Hochzeitsalbum Dingeldangel. Dementsprechend, es wird ein bisschen lang sein. Es kann sein, dass ich hinterher noch quasi hier mein Lametta, das mache ich jetzt. Ich kürze jetzt hier mein Lametta so ein bisschen ein. Also Lametta, ne? Silberfaden, schon klar, oder? Zack, jetzt habe ich meinen Kaffee vergessen. Jetzt ist mein Kaffee kalt geworden, weil ich ja so hardcore am Craften, ne? Kalter Kaffee ist von allen Heißgetränken mein Unliebstes. Dementsprechend muss ich wirklich einen heißen Kaffee holen. So, ein bisschen frisiert. Wir werden natürlich schauen, wie das dann am Album ausschaut, bevor ich das dann freigebe. Kann das sein, dass ich nochmal ein bisschen wuschel und kürze. Auf jeden Fall war das gut, die große Perlkappe zu nehmen, weil die darf hier oben ruhig so ein bisschen schwingen. Ne? Die muss nicht fett sein, sondern das sieht aus, als würde das so ein bisschen geschützt rauskommen. Das gefällt mir sehr gut. Also, ich bin zufrieden mit dem Dingeldangel. Es hat mega Spaß gemacht, den zu craften. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat, dieses kleine Video. Obwohl, es ist gar nicht mehr so klein geworden. Es ist eher groß. Mir hat es Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, ja mal schade. Wenn ihr coole Ideen habt, was ich hätte besser machen können oder was hier vielleicht noch fehlt, wo ich jetzt gar nicht dran gedacht haben könnte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich drauf, mit euch in Austausch zu gehen. Und noch viel, viel mehr freue ich mich drauf, dieses Album mit diesem hübschen Dingeldangel zu verschenken. So, nun gehabt euch wohl. Viel Spaß beim Basteln. Und bis demnächst in diesem Kino. Tschüss, tschüss.